Warzone hat ein unglaubliches Cheater-Problem. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Zweitkanal-Upload. Denn eigentlich wollte ich mal wieder nur eine Area 99-Runde einfach mal spectaten, so gucken, wie die anderen Spieler spielen und ja, wir haben tatsächlich direkt einen Cheater getroffen, der wirklich erstens sehr bodenlos war, zweitens im Endeffekt noch dreist war, aber er am Ende dann, als ich mit ihm geschrieben habe, mehr oder weniger auch zugegeben hat, dass er cheatet, was wir am Ende des Videos noch sehen werden. Deswegen will ich auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir starten jetzt rein, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst dir auf dem Zweitkanal natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, ja, gehen wir rein in eine klassische Warzone-Runde. Let's go. Ich bin gespannt, was wir heute hier sehen werden. Standardmäßig, muss man ja sagen, die letzten Folgen sind bis jetzt wirklich immer sehr gut angekommen. Deswegen, falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet und sowas nicht mehr verpassen wollt in Zukunft, lasst natürlich gerne ein Abo da hier auf dem Zweitkanal und lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich auch supporten. Jetzt suchen wir uns mal am besten direkt noch einen Spieler hier aus. Oder komm, wir mal. Obwohl, wir landen auf ihm. Komm. Der sieht doch schon mal gut aus. Face Veil. Ja, macht er gut. Mit dem XMG holt er uns hier. Auf ganz entspannt. Ja. Was ich sagen wollte, Kuss auf jeden Fall für den Support hier auf dem Zweitkanal. Kommt immer wirklich sehr gut an, die Videos zur Zeit. Und, hier wird es auf jeden Fall auch weitergehen mit dem Content, denn ich werde hier auf jeden Fall den Content durchziehen. Werde versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen, aber wenn es nicht klappt, mal jeden zweiten. Aber schon regelmäßig auf jeden Fall. Ich versuche hier so ein bisschen mehr Uncut-Content rauszuhauen. Oh, und wir sehen hier direkt den ersten Finisher. Unsealman, oder wie der Mann auch ausgesprochen wurde. Jetzt schauen wir Taibo zu. Und ich bin gespannt. Da steht Level 1. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Anzeigebug. Oder wir haben einen Cheater. Was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber er ist auf jeden Fall hier unten am Start. Warte, was? Nein. Was war das? Hat der an? Das kann nicht sein. Also die erste Killcam war geisteskrank schnell. Das ist... Er hat an. Das kann nicht sein. Er hat auf jeden Fall... Was passiert hier? Also ich glaube, er hat nicht den Aimbot nicht auf maximal gedreht. Ich glaube, er hat es so minimal runtergedreht. Ah, never mind. Das kann doch nicht sein. Es ist die erste Runde. Da sind... Ja, okay. Ich glaube, er spielt so ein bisschen an seinem Aimbot rum. Ach, okay. Scheiß drauf. Also, ich glaube, damit hat sich der Videotitel auch, die Nachfrage nach dem Videotitel auch erledigt. Ich glaube, man kann sagen, Warzone hat wirklich ein absolutes Cheater-Problem. Ja, es ist insane. Das Ding ist... Der Mann hat wirklich komplett an. Komplett. Wir versuchen es mal ein bisschen mit Spam-Reporten hier. Zack. 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 Was macht er? Er ist halt einfach schlecht. Das Ding ist, also man sieht es hier wirklich wieder, es ist wirklich der perfekte Beweis, dass so viele Cheater einfach verbitterte Spieler sind, die halt einfach nur die ganze Zeit auf den Sack bekommen, frustriert sind, zum nächsten Cheat-Anbieter gehen und das ist wirklich, es ist easy.
und sich die Cheats unterladen. Man hat es an dem Movement gesehen, dass dieser Mann wirklich kein guter Spieler war. Okay, aber er ist halt einfach gebeten worden. Jetzt haben wir hier Finalized. Ein normaler Spieler. Und ich wette, 100%, ich wette, dieser Mann, dieser Cheater, Tybot, wie auch immer, er wird die Runde nicht gewinnen. Er wird die Runde nicht gewinnen, definitiv nicht. Und der Mann spielt Shotgun, was passiert jetzt? Das Ding ist, also du kannst ja cheaten, aber du, also das macht dich ja trotzdem nicht unsterblich meistens. Also es sei denn, du hast so kranke Cheats, dass du wirklich full anhast. Aber so viele Cheater werden gar nicht, nein, er wollte einfach nur nachladen, jetzt hängt er hier. So viele Cheater, das habe ich schon oft gesagt, werden gar nicht detected, weil sie in vielen Fällen einfach irgendwie dumm sterben und dann gar nicht das Endgame spielen, weil sie halt einfach keine guten Spieler an sich sind, aber... Ei. Dafür haben wir jetzt den Shotgun-Mann hier. Ist das krank. Ja. Ist das krank. Ich dachte halt so mit Level 1, okay, der Mann wird halt jetzt... Warum ist diese Shotgun so gut? Ich dachte mir so mit Level 1, das ist ein Anzeigebug, aber der Mann hat halt wirklich full an. Das ist wirklich krank. Aber sehr interessanter Loadout. XMG sieht man auch nicht so häufig, ist sehr stark, ist aber sehr langsam. Dazu bodenlos, aber sage ich die Secondary. Das sieht halt wirklich so aus, als wäre die Waffe immer Treeshot. Boah. Er hat einen Kracher kassiert. Von Fons. Schillernspieler anscheinend. Prestige 9 müsste das, glaube ich, sein. Okay, wusste ich nicht. 15 Kills. Mit, ja, Jackal PDW ganz klassisch. Plus, was hat er noch? Er ist auf jeden Fall gut. Der sieht legit aus und der sieht auch wirklich gut aus. Was spielt er? Jackal PDW plus. Das andere war, glaube ich, die Kriegs. War das die. Ne, jetzt spielt er Loadout. Jackal PDW plus. Was hat er im Loadout? Er macht es auf jeden Fall gut. Hier haben wir auf jeden Fall einen Spieler, der wirklich gut ist. Das siehst du alleine schon an der Tatsache, dass er sein Messer rausholt. Mit der Taktik Nate. Mit der Taktik Nate. Was passiert hier? XM4 auch. Also er spielt komplett die Meta. Ja, also bei dem, wenn der seine Kugeln trifft, da sage ich nichts. Der Mann ist wirklich gut. Der Mann ist wirklich gut, aber der andere, der war ja wirklich so am Reinschieden, das ist crazy. Aber jetzt, wo ich es hier gerade sehe, das schillernde Emblem, ich hätte auch theoretisch Lust auf den Black Ops 6 Multiplayer Rank Modus, aber wir haben ja mit Warzone ein wirklich großes Cheater-Problem, muss man ja sagen. Aber im Black Ops 6 Ranked Multiplayer Modus ist es ja speziell ab über dir, ab Crimson, es ist krank. Du hast jede Runde einen Cheater. Es hätte wirklich Spaß machen können, es kann Spaß machen. Aber es ist halt einfach frustrierend die ganze Zeit gegen Cheater. So, boah, die XM4 und die PDW sind wirklich gute Waffen. Tybot wurde getrennt. Okay. Tybot wurde getrennt. Der Cheater ist raus. Der Cheater ist einfach raus, aber es war klar. Eigentlich muss ich versuchen, den Mann jetzt gleich irgendwie noch einzuladen und einfach mal zu fragen, so was geht, Bro, was machst du hier? Wieso cheatest du? Warum? Boah. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Black Ops 6 Warzone haltet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Ich muss auf jeden Fall sagen, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem Gun-Feeling. Ich weiß nicht, was es genau ist. Oh, cleanes Aim hier wirklich. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber irgendwas gefällt mir nicht so ganz daran. Der Mann hat wirklich auch ein gutes Movement. Kann man nichts sagen. Boah, wie er hier durch die Gegend slidet. Holy shit. Boah, das tut weh. Das tut weh. Jetzt haben wir wieder Finalized, der auch ein guter Spieler war, muss man auch sagen.
Also, ich glaube, der andere Schillernspieler war etwas besser, aber Feinler ist auch hier mit 11 Kills am Start, auch sehr stabil. Und der Ausbruch kommt. Oh, der Cheater scheint aber nicht mehr da zu sein. Also ich glaube, da stand getrennt, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay, Finalize ist einfach reich. Er hat 50.000. Der Mann ist reich. Erstmal die Gasmaske kaufen, wichtig. Er hat sich wirklich wieder seine Shotgun gekauft. Ist das. Das ist. Nein, jetzt komme ich wieder. Warum komme ich wieder? Ah, stimmt, Ausbruch. Ah. Okay, da habe ich nicht dran gedacht. Boah, wo lande ich hier am besten? Wo könnte ein Sweater sein? Meint ihr, wenn ich jetzt einfach hier. Wir gucken einfach, was hier so abgeht. Hier muss das safe einer sein. Ja, Virgil van Dijk. Gestern noch Real Madrid auseinandergenommen, heute auch die Wars and Lobbies. Also zuschauen schnell. 0 zu 3. Das ist aber eine bodenlose KD, sage ich. So, Grob mit 4 Kills. Wait. Nein, Virgil van Dijk ist auch tot. 7 Leute am Start. Sieht so aus, als wäre Finalist auch hier gestorben. Das sind zumindest seine bodenlosen Waffen hier, muss man sagen. Mit der Shotgun. Das Ding ist, die Zone ist noch relativ groß. Also es könnte sein, dass da. Oh, zwei gestorben direkt. Dass da immer noch ein Cheater drin ist. Könnte natürlich sein. Ist das frech? Oh mein Gott. Samlan, was auch immer. Das ist der Dude, den wir ganz am Anfang spectated haben, der direkt gefinisht wurde von dem anderen. Auch 10 Kills. Also es ist eigentlich, ich würd schon sagen, es ist eine Durchschnittslobby prinzipiell. Du hast zwei da gute, komplett gute Spieler gehabt. Zwei, ja, schon sehr viele Durchschnittsspieler. Macht aber auch gut. Und ja, relativ balanced, bis auf halt natürlich der Cheater. Okay, jetzt bin ich gespannt, wer das Ding hier holt. Da wird doch safe einer campen, oder? Boah, ich bin gespannt. Also das gäbe jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Es ist auf jeden Fall, es ist so eine klassische Warzone-Runde. Cheater, Sweater, Ultra-Sweater gefühlt. Was wir bis jetzt noch nicht wirklich hatten, ist Campen. Also Endzone, das zähle ich jetzt hier nicht als Campen. Aber bis jetzt fehlt der Camper. Okay. 1 gegen 1. Er geht auf Close Range. Ist das clever? Okay. Ander hat auf jeden Fall auch gute Reflexe gehabt, muss man sagen. GG's. Bam. Cleanes Aim. Gutes Movement. Ja. GG's. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt bin ich gespannt, ob er darauf antwortet. No cheat. Just DS4 Windows. Hat er gerade zugegeben, dass er Cheats kauft? Just buy account with cheat. Also er hat es auch einfach zugegeben. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch hier auf dem Zweitkanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.